und willkommen zu einer weiteren Folge von My Hero Academia Staffel 4, Episode 13. Das aussieht er ohne Arme und Beine. Ja, aber da muss doch irgendwann mal ein Ende sein, oder? Ja, dass er sich nicht erholen kann. Ja, Decke, tritt ihm in den Arsch. Oh, krass, das aussieht. Was ist es mit Openings und T-Shirts oder Jacken in die Luft werfen? Bei Haikyuu auch. Das ist ein neuer Trend. Oh nein. Echt? Er war in einem Kampfring? Der so Angst hat vor Keimen? Oh, das aussieht, wer versucht wegzukrabbeln. Oh Gott, schrecklich. Ey, nein, nein, das geht gar nicht. Pfui aus. Gott sei Dank im richtigen Moment. Krass. Jetzt sehe ich mal, wie groß dieses Ding eigentlich ist. Ah, jetzt ist er endlich ausgenockt. Gott sei Dank. Oh Gott, sie löst ihn auf. Nein. Schande. Hat er damals eigentlich auch schon diesen Quark gehabt, dass er Leute auflösen kann?
Ich frage mich, ob er das wirklich gemacht hat, um die Ehre zu verteidigen oder er einfach nur wütend war. Ach, jetzt hat sie ihn rausgeholt aus der Transformation. Aber Vorsicht, da hat er immer noch seine Hände. Ja, aber wie kann es sein, dass sie das nicht stoppen kann? Kann sie ihn nicht einfach loslassen? Warum muss sie sich jetzt in dem Moment daran erinnern? Oh Gott! Also er stoppt den Quirk. Okay. Gott sei Dank. Ach Gott, wie er geschaut hat, dass ihr Kopf nicht auf den Asphalt fällt. Oh Gott, wie er ihn im Arm hält. Oh. Ja, und einfach ab. Ja, aber ich kann nicht glauben, dass das jetzt vorbei ist. Da hat doch bestimmt noch ein Ass im Ärmel, oder? Oh, wie sie ihn gefesselt haben, dass er sich nicht mehr bewegt. Oh, du armes Ding. Was ist die Kleine? Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber ich verstehe nicht, können Sie da nicht einfach Recovery Girl holen und die gibt eben einen Kuss und alle sind wieder in Ordnung? Ich sehe schon, die Folge tut weh. Die tut sehr, sehr weh. Ja, bitte! Das ist... Jetzt ist der Moment! Ich hoffe, der springt über seinen Schatten und geht zu ihm. Weil sonst werde ich echt wütend hier. Aber ohne Ehre hätte er das nie geschafft. Aber halt, da fehlt doch was. Der Overall hat doch seine Arme verloren, oder? Also, soweit habe ich das noch mitgekriegt. Ah, okay. Der ist noch nicht fertig, bestimmt nicht. Das schau her! Der hat einfach im Schatten gewartet, wie ich gesagt habe. Und der Davi ist auch dabei. Er kämpft gerade mit sich selbst in seinem Hirn.
Das ist sowieso Tourette's. Das bin ich, wenn ich Auto fahre und mich jemand kritisiert. Oh, das wird vielen Leuten gefallen, dass Davi wieder da ist. Ach, da schau her. Ach, das ist ja Snatch. Ja. Sandtyp. Was? Er sieht aus wie Whitebeard. Ach, der wieder mit seinen Kugeln. Gently? Ja. <Yeah. lacht> Krass. Oh oh. Der nimmt keine Gefangenen, pass besser auf. Ich bin mir so sicher, dass die Theorien stimmen, dass er zu einer gewissen Familie gehört. Allein wenn man sich das Feuer anschaut. Hat er ihn jetzt einfach pulverisiert oder wie mit so einem Feuer? Krass. Einfach zerbröselt. Ja, die Matratze kickt so. Was bist du denn für ein Schmutz? Jetzt rächt er sich bestimmt an ihm, oder? Für den Arm. Was ist fies? Der ist da festgeschnallt und kann sich nicht wehren. Ein Arm ist schon weg. Aber ganz ehrlich, es tut mir überhaupt nicht leid für ihn. Es tut mir nicht leid. Er hat das verdient. Tja, daran bist du selber schuld, mein Freund. Ja, das ist garantiert die Strafe für den Arm und für Mangel. Aber ich dachte immer, das ist der Doktor, der so interessiert ist an dem Quark. Das war im Manga bestimmt viel blutiger. Ja, und Eri.
Oh nein. Jetzt tut's weh. Oh Gott. Ja, mit den Armen muss er ja echt aufpassen. Das ist ja nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal. Aber sie sind am Leben. Gott sei Dank. Ich frage mich, von was das abhängig ist, dass ihr Quirk sich entwickelt. Von Stress oder Emotionen? Ja, aber wenn Aizawa es nicht gestoppt hätte, dann hätte sie ihn auch zurückverwandelt. Wäre es eigentlich möglich, dass sie One for All rückgängig machen kann? Ah ja, und wenn andere rausfinden, dass sie so einen Quirk hat, das ist gefährlich. Oh, ich dachte schon, er kommt überhaupt nicht. Ja, und Recovery Girl ist auch da. Wahrscheinlich sind seine Sachen, seine Verletzungen einfach zu groß. Oh nein. Warum muss es in der Situation sein, dass sie sich wiedersehen? Warum kann es nicht ein schönerer Moment sein? Oh Gott. Gott, ich schreck gleich. Und jetzt kommt Miri ja wahrscheinlich auch noch dazu. Große Güte. Oh Mann, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Und der andere Sack verliert gerade nur zwei Arme, ey. Und du
wenn ich alle glücklich sein nach Hause gehe. Es ist so gemein, ey. Erst verliert er seinen Quark und dann verliert er auch noch seinen Mentor. Oh. Oh, Miss Baby. Oh Gott, die Tränen. Nein, ich akzeptiere das nicht, nein. Muss das sein, wirklich? Oh. Aber er ist zumindest, er ist mit einem Lächeln gestorben. Mit einem Lächeln. Ah, schrecklich. Ah. Können Sie nicht einfach Chisakis Leben mit Sirs Leben austauschen? Gibt's da nicht einen Quirk, der sowas kann? Ich hoffe wirklich, dass Eri das irgendwann schafft, ihm seinen Quirk wiederzugeben, weil es tut mir so leid für ihn. Oh Gott, mein armes Herz, ey. Seit Bananafisch bin ich so empfindlich mit solchen Sachen. Ich sag nix, sonst spoilere ich wieder. Wenn ihr wüsstet. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like oder subscribe für mehr Folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.